Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Sonntags-Spotlight. Diese Woche reden wir über eine Achterbahn, die borderline analysewürdig ist, allerdings nur wegen ihrer Thematisierung, zumindest meiner Meinung nach. Ich bin nicht so der allergrößte Fan von der Fahrt von Osiris im Park Asterix, aber das und viel mehr besprechen wir jetzt. Osiris eröffnete 2012 im Park Asterix, dem so ziemlich größten Freizeitpark in Frankreich, mal abgesehen vom Disneyland, und vor allem dem Park mit der mit Abstand besten Achterbahn-Collection im ganzen Land. Der Park ist auch richtig gut geführt und wirklich schön gemacht an Stellen und hat auch einige Thrill-Coaster, darunter zuletzt die Neuheit Tutatis, den Woody, Tonnerre de Zeus und eben als dritte Hauptattraktion diesen großen Invert mit Custom-Layout. 2012 eröffnet, bedeutet, dass diese Bahn einiges an Modernheit hat im Vergleich zu vielen anderen Inverts, die schon viel länger existieren. Es gibt Inverted Coaster schon seit 20, 30 Jahren und diese Bahn hier ist so ziemlich der modernste, den es gibt, nach Monster oder so im Grönerlund. Das klingt erstmal nach was Coolem, aber ich persönlich finde, dass diese Achterbahn ein weniger starkes Layout hat als die alten Layouts. Mir gefallen die modernen Inverts einfach nicht so sehr wie die klassischen. Das liegt einfach pur an der Intensität und der Art und Weise, wie man diese Layouts früher gemacht hat und wie man sie heute macht. Und das ist auch der Grund, warum die Bahn eben keine Analyse bekommt, zumindest von mir. Sie ist allerdings trotzdem wirklich schön und für das, was es ist, sehr gut. Und das hier sollte nicht als Hate verstanden werden. Osiris ist wie eben der Rest dieses Parkes zu Asterix thematisiert. Es geht hier um den ägyptischen Hypnotiseur, der einmal vorkam in dem Film und auch in den Comics, soweit ich weiß, vertreten ist. Und diese Bahn steht auch im ägyptischen Themenbereich. Es gibt verschiedene Themenbereiche in diesem Park, die alle zu verschiedenen Asterix-Teilen, Asterix-Szenarios thematisiert sind. Und das hier ist eben der Ägypten-Bereich. Und Präsentation macht diese Bahn auf jeden Fall voll richtig. Dieser Vorplatz sieht super cool aus mit diesem ganzen ägyptischen Scheiß. Die Musik ist hier sehr gut und sehr, sehr passend. Und wenn man dann die Warteschlange unter dem wunderschönen, sich drehenden, so coolen Eingangslogo hindurch betritt, fährt auch die Achterbahn komplett über einem und um einen herum, was auch wieder richtig cool ist. Der zweite Teil der Warteschlange ist allerdings noch viel besser, weil der ist indoor und so verdammt detailliert und gut gemacht, das ist sehr krass. Und das ist der schmale, aber perfekt getroffene Grat zwischen dem Asterix-Comic-Stil und einem tatsächlich realistischen, altägyptischen Stil. Sehr, sehr, sehr cool. Man läuft dann hier drin auch wieder durch verschiedenste Räume, bis man dann irgendwann von unten nach oben in die Station kommt, die auch richtig cool ist. Halt der gleiche Stil. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die die Bahn, genauso wie die Warteschlange und Thematisierung bis jetzt, komplett überdurchschnittlich richtig macht, nämlich die Abfertigung. Das ist teilweise wirklich krass, was ich hier gesehen habe. Und dieser gesamte Park ist dafür bekannt, weltbekannt, eine der besten Abfertigungen überhaupt zu haben und eine der schnellsten Operations. Aber gerade bei dieser Achterbahn kommt das komplett zur Geltung, wie mehrere Mitarbeiter, sobald der Zug in die Station einfährt, während der noch am Fahren ist, gefühlt, aufspringen und herumrennen, von Reihe zu Reihe rennen und extrem hektisch die Bügel aufmachen, die Gurte aufmachen. Das ist Effizienz auf einem anderen Level und das ist so unglaublich krass und sehr, 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 sehr gut. Props an den Park für sowas. Es geht los mit der Fahrt und nach einem Dispatch-Soundtrack hoch auf den Lifthill. Es gibt keinen Pre-Drop, was ja bei den alten Inverts anders ist, aber wie gesagt, wir haben eines der modernsten Layouts. Der Drop ist eine sehr coole Sache. Der ist nämlich ähnlich wie auch Banshee oder Monster im Grönerlund, nach links getwistet und zwar so richtig steil und sehr, sehr, sehr abrupt. Eigentlich sehr cool, viele Laterals, nicht unbedingt Airtime, aber das erwartet man ja auch nicht von dieser Bahn. Problem ist nur, dass hier ein sehr, sehr fettes Pothole drin ist. Und das ist ein allgemeines Problem bei der Bahn, dass sie meiner Meinung nach, zumindest nach meiner Erfahrung, überhaupt nicht smooth fährt. Aber gerade hier im Drop, komischerweise, noch bevor man unten angekommen ist, gibt es einfach so einen fetten Schlag und der ist auch jedes Mal gewesen bei jeder meiner Fahrten, der jetzt nicht unbedingt stört, aber halt einfach so komisch ist. Es geht weiter und wir haben jetzt einen Dive Loop. Wir haben jetzt verschiedene Inversionen, darunter sogar zwei Zero-G-Rolls, ein Looping, ein Dive Loop Immelmann, einiges an diesen Standard-Inversionen, die man auf jedem Invert eigentlich findet. Die Fahrt ist auch echt ganz schön lang, viel länger als man so erwartet. Das Problem ist nur, dass alle diese Inversionen A. nicht so sehr drücken, wie es ein Oldschool-Invert getan hätte und B. auch nicht so viel Whip haben, wie es ein Oldschool-Invert haben würde. Und das obwohl eine Sache wie eine Zero-G-Roll ja eigentlich eine echt whippy Moment bei einer Achterbahn ist. Und natürlich gibt es hier auch Whip, aber bei jedem alten Invert gibt es bei so einem Element deutlich mehr Whip, zumindest finde ich das.
Die Bahn muss sich auf jeden Fall warm fahren und morgens ist das nochmal ein deutlich größeres Problem. Abends drückt sie auf jeden Fall zumindest positive Gehkräfte. Allerdings halt, wie schon gesagt, eben kein Vergleich. Mehrere Sachen über das Layout, die mir noch im Kopf geblieben sind, die auch interessant sind. Es gibt so einen komischen Mini-Dip zwischen Looping und Immelmann, wo man so leicht Zero-G/Airtime hat, der irgendwie, ja, wie so ein Designfehler wirkt, aber der wird wahrscheinlich intentionell sein wegen dem Terrain. Natürlich deicht man vor der ersten Zero-G-Roll so cool unter Wasser in diesen Nebeltunnel rein, der richtig schön vor der Station inszeniert ist. Und es gibt mehrere Overbanks während der Fahrt, die aber, wie gesagt, das zum Problem der Bahn eher beitragen, anstatt cool zu sein, weil man halt durch diese Overbanks, die halt eher ein totes Element sind, weder Whip noch Positives hat. Das Ende der Bahn ist auch eher skurril, man fährt hier eher weiter hinten, wo man gar nicht hingucken kann vom Weg aus, eher eine Helix und dann auf letzten Drücker noch eine zweite Zero-G-Roll, komplett knapp auf der Rückseite der Station an der Wand entlang, auch wieder voller Near-Miss-Effekt. Und dann fährt man halt in den Break-Run nach noch ein bisschen rumgedümpel neben der Warteschlange. Wie gesagt, eine richtig lange Fahrt, was nicht so aussieht, beziehungsweise ich nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann fährt man in die Bremsen und hat nochmal so einen komischen geneigten Part zwischen Schlussbremse und Station. Und die Fahrt ist auch schon vorbei. Sein Gepäck nimmt man aus diesen riesigen rollenden Schränken, die Operator immer zum Wagen hin und weg fahren. Und ja, die Bahn ist vorbei. Ich habe eigentlich schon gesagt, was ich von der Fahrt halte. Ich finde es natürlich nicht schlecht und es macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht hate ich auch zu viel, aber es ist halt einfach nicht so gut wie ein Oldschool Invert. Fertig. Naja, vielleicht seht ihr das ja anders. Schreibt mir eure Meinung zu Osiris. Für mich eher eine untere Mittelfeld B&M-Bahn, aber die Thematisierung und Präsentation sind natürlich top-notch und deswegen ist das Ganze ja auch so schade. Ich liebe die Bahn trotzdem, weil sie so cool aussieht. Damit eine schöne Woche.